Also, lasst uns das Boot beladen. Und losdüsen. Dann sind wir auch gleich zu Hause, oder? Gleich ist gut. Wir müssen schon ein Stück fahren, ne? Ich würde mal das alles da lassen. So, ich komme wieder. Keine Frage. Ich möchte das Eisen schmelzen. Halt. So. Dann mein Tau. Los. Ja klar, Flaute. Oder? Also das ist ja typisch, ne? Wie klares Los früher. Komm, lasst uns da rumdüsen am Rand entlang und das frei machen. Hallo, seid gegrüßt zurück in Valheim. Das Eisen müssen wir nach Hause bringen. Ich nehme euch jetzt mit. Eine kleine Seefahrt. Die ist lustig. Weil es sind ja Pfingsten und darum gibt es sicher wieder eine Seeschlange, oder? Hallo? Wird jetzt 2-3 Tage ein kleiner Stopp stattfinden bei mir, weil ich familiär gefordert werde. Ja, so sieht's aus. Aber dafür kommt es wieder geballt. Sehr schön. Ich bin schon wieder am Aufnehmen. Keine Bange. Eigentlich sehr hübsch. Der Platz ist wunderschön. Dann lasst uns da hochdüsen. Geht das auch schneller? Seht ihr? Ah, das ist eine herrliche Aussicht, oder? Gut zu wissen. Wow, da muss ich hoch. Unbedingt. Geil. Ein Riesenmassiv. Hier habe ich mir gedacht, eine Hütte hinzumachen. An dem Stein. Ja. Ja gut. Ja. Jetzt ist es halt langweilig. Nachts sehe ich hier nichts. War richtig, guck aufs Wasser und kommst du nie nach Hause. Vielleicht finden wir noch einen Apollo unterwegs, wer weiß, wer weiß. Das ist doch auch Sumpf, oder? Ah ja, das ist der Sumpf. Aber da muss auch ein Portal sein, das eine Krypta. Das kann nicht sein, dass da keine Krypta ist auf dem Riesenstück. Es ist größer als gedacht. Ich dachte, das ist nur so ein kleines Futzelding. Was lange währt, wird endlich gut. Oh, ist doch noch ein Stück. Junge, Junge, Junge. Meine Herren.
Wir haben noch sehr viel zu tun. Noch sehr viel. Zur Mitte der Nacht ist der Scheitelpunkt. Okay. Das nennen wir das Kap der guten Hoffnung hier. Ein Mini-Felsen. Okay. Wir können schon Richtung Heimat gleich. Lass das ein Apollo sein, komm. Aber so dicht am Ufer geht ja nicht, oder? No. Was machen die? Eine Party. Hey, macht ihr eine Party? Einer mit zwei Hirschen. Nein, zwei. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ein Schamane und ein Grauzwerg. Und zwei Hirsche. Jo. Nachts allein auf einer Insel. Nee. Ich denke mir jetzt nichts Schlimmes bei, ne? Ja, so muss es bleiben. Genau so. Ja, das haut gut hin. Perfekt. Einfach der Wind so lassen. Und die See so ruhig. Bitte, bitte schön. Bitte ruhig, bitte ruhig. Oh Mann. Echt, das war ja klar. Logisch, ne? Muss ja. Muss. Gut, es ist ja... Sobald ich um den Felsen bin, kann ich Stoff geben. Ich sollte was essen. Yep. So kurz vorm Ziel. Jetzt müsste es gehen, oder? Hallo? Ah, nee, no. Ei, echt. Jetzt komm. Hopp, hopp. Hau rein. Ich möchte nach Hause. Mann. Ja, aber auch gefährlich. Da lande ich an. Nein, ich kann nicht kreuzen. Ne. Nein. Einfache Fahrt voraus. Fertig aus. Okay, habe ich noch eine Chance gekriegt. Jawohl. Jo, das könnte jetzt hinhauen. Hopp, spring ins Boot, komm. Aha, jetzt wird kritisch. Achtung. Das sieht schön aus. Das gibt ein schönes Bild. Jawohl. Okay. Dann nochmal.
Das musste jetzt sein. Das sah jetzt wirklich gut aus. Jetzt komm schon. Hopp, hopp. Die Sonne geht auf. Und unser Häuschen blockt gleich auf. Achtung. Nicht auf die Felsen. Jetzt komm. Sehr gut. Home sweet home, die Heimat liegt voraus. Wir sind endlich angekommen nach einer sehr langen Fahrt. Es gab keine Zwischenrufe, keine Zwischengeschichten. Es ist nichts passiert. So haben wir das auch manchmal gern. Nicht immer, aber ist ja auch mal nicht schlecht, wenn man durchfahren kann, ohne große Hindernisse, ne? So, lasst uns mal ausladen. Ah, ist schön zu Hause zu sein. Gleich die Öfen füllen. Hervorragend. Jupp. 10 mal Eisenschrott, 20 mal Eisenschrott, perfekt, oh, abbrechen, ja, den Rest holen, das geht jetzt nicht mehr, also bei aller Liebe, also ich bleib da ja immer hängen, oder? Muss ich dich reparieren? Ja, dann mache ich das besser. Die 19 noch hin und dann den Rest. Habe ich noch was drüben? Ja, das hole ich noch und das Portal muss ich noch anschreiben. Und dann war's das. Liebe Leute, das erste ersehnte Eisen. Wir haben es geschafft. Die zweite Fuhr Eisen ist zu Hause und wird geschmolzen. Sehr gut. So haben wir das gern. Die Karotten sind auch fertig. Und Schweineparty machen wir auch noch demnächst, weil so viele Schweine da sind. Ja, das finde ich gut. Lass mich raus. Perfekt. Komm, den gibt man jetzt gerade mal ein Stück da. Dann können die noch mal rammeln. Und dann werden sie. Oh, 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 oh. Wie sind denn das? Oh. So, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 16. Ah, genau 16. Ihr könnt es nachzählen. Und ich habe 16 Karotten hingeschmissen, oder? Hey, perfekt. Ah, wie abgezählt. Da kann es halt doch noch. Jo, Eigenlob stinkt, sagt man. Aber in dem Fall stimmt's, dass ich recht hatte. 16 Stück. Dann, was wollte ich? Das war das Sumpfportal. Oder das Boot. Die Hecht. Die Hecht. Okay. Dann alles nehmen. Nochmal zurück. Was gibt's hier noch? Ah, das. Wir kommen wieder zum nächsten Eisen holen. Ein Thema. Habe ich nicht umgeschrieben, oder? Ja, das ist nicht umgeschrieben. Das muss ich jetzt umschreiben noch, dann stimmt's. Dann sind wir auf dem Laufenden. So, ist richtig. Habe ich noch was da? Nein, jetzt nicht mehr.
So, jetzt ist alles ready. Kurz ein bisschen ausladen. So. Dann befüllen wir nochmal im Regen. Was habe ich denn da? Ja. Die Öfen. Ah, oh, perfektes Eisen. 12 Stück schon. Hat nochmal voll machen. Geht das? Das treffe ich nicht. Ich treffe es nicht. Ja. Okay, die Kohle war zu wenig. Habe ich gar nicht gewusst. Ich habe gedacht, ich hatte gefüllt. Okay. Seht ihr? Also muss ich Kohlen machen. Kohle, Kohle, Kohle. Ihr reicht nämlich nicht für die nächste Fuhre. So, ihr seht's, alles glänzt, alles blitzt, alles blinkt, 14 Eisen wieder. Wir sind gut angekommen. Macht's gut, wir sehen uns das nächste Mal. Habt eine gute Zeit. Lasst uns mal rein ans Feuer, dass wir gut trocknen. Die Aussicht genießen. Okay, bis dann. Tschüss.